eine Preview, es ist Preview-Zeit und in der nächsten Zeit wird es sehr viele Vorschauen geben. Das liegt daran, dass gerade sehr viele Trend-Editionen angekündigt werden. Ihr kennt das ja, ich stelle euch jetzt einfach vor, was mich so ein bisschen interessiert. Und wie immer, die Bilder und die Preise könnt ihr auf dem Frag die Gurus Blog nachsehen. Ich verlinke euch in der Infobox, da findet ihr die Bilder und die Preise, wenn euch das interessiert. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr noch mitdiskutiert. So, heute geht es um die Trend-Edition von Essence, Surfer Babe. Die soll von Mai bis Juni erhältlich sein in den Läden. Ich finde sie ganz schön aufgemacht. Die Verpackung spricht mich schon an. Wie gesagt, Surfer Babe, Strand, Atmosphäre, Sachen für ans Meer. Es wird ja jetzt bald Sommer. Viele von euch haben Sommerferien oder Urlaub. Ja, fangen wir mal an. Es wird die Eyeshadow-Palette geben. Da sind sechs Farben drin. Es fängt von Weiß an, Blau, Flieder, Lila, Orange und so ein Meereston Blau, Teal vielleicht. Ich finde sie sehr schön aufgemacht. Ich finde die Farbzusammenstellung sehr schön. Es sind längliche Eyeshadows, Lidschatten und die werde ich mir auf jeden Fall ansehen und ich denke auch holen, wenn die Pigmentierung in Ordnung ist, weil ich denke, damit hat man für den Sommer sehr bunte, sehr fröhliche Farben, gerade in den Urlaub, zack, eine Palette dabei, dann braucht ihr nur noch eine, die alltagsfähig ist und dann seid ihr gut dabei. Das sind einfach tolle Farben für den Strand, für den Sommer und wenn die Farben gut sind, werde ich mit dem bestimmt auch ein Tutorial machen. Ja. Die finde ich sehr schön. Das ist die 01 Service Kit. Dann gibt es die Liquid Eyeliner in Waterproof. Ja, ich bin kein Freund von Waterproof, weil ich meistens finde, dass es nicht wirklich Waterproof ist. Auf jeden Fall ist das ein schönes Hellblau, ein helleres Lila und wieder so ein Grau. Ein bisschen mit Einschlag ins Grüne, finde ich, Ton. Das ist die 01 Hang Loose, die 02 The World's Coolest und die 03 Point Break. Also die muss ich wie immer alle drei haben. Wie gesagt, ich sammle die Eyeliner ja von Essence. Die sind einfach immer schön bunt. Heute habe ich so einen braunen auch davon drauf. Mit denen kann ich immer ganz gut arbeiten. Dann gibt es den Surfer Babe Eyeliner Pen. Der ist in Grau. Für mich sieht es aber eher silber aus. Ist, glaube ich, zum Rausdrehen und soll einfach so ein bisschen, ja, so ein kleines Highlight auf den Augen machen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass der ganz gut funktioniert. Aber ich habe schon so viel in der Farbe. Das ist jetzt kein absolutes Must-have von mir. Dann gibt es vier Lipglosse in den vier Farben, die hier auch immer wiederkehren. So ein Orange, so ein Lila, ein Hellblau, dieses Graublau. Ja, Lipglosse, wie gesagt, habe ich genug, brauche ich nicht. Ich schätze auch mal, dass die wahrscheinlich wieder durchsichtig sein werden. Und bei wenig Farbabgabe habe ich schon ganz viel, was einfach nur die Lippen so ein bisschen glossy betont. Aber er hat so einen Cooling-Effekt. Also ich denke, da wird Minze drin sein und es wird eure Lippen einfach so ein bisschen auffrischen, so ein bisschen kühlen. Wenn ihr das gut findet, dann kauft das. Ich habe das schon in den letzten Trend-Editionen, in den letzten beiden Sommern immer mitgemacht. Das ist eine schöne, angenehme Sache, aber wirklich kein Must-Have mehr. Dann gibt es den Powder Blush. Das ist ein sehr sanftes Fliederrosa, wie das jetzt hier aussieht. Das ist die 01 Wave Survivor. Ich finde das eine sehr schöne Farbe. Ich könnte mir vorstellen, dass es bestimmt der Tube zu dem ein oder anderen teureren Blush ist. Das werden wir noch untersuchen oder ich, beziehungsweise wenn ich da irgendeine Farbähnlichkeit auffinden werde, werde ich euch Bescheid geben. Auf jeden Fall bei den Powder Blushes macht man irgendwie nie was verkehrt. Den werde ich mir auch mal ansehen. Der sieht nämlich ganz hübsch aus. Und dann gibt es, wie gesagt, noch Nail Polish, so ein Flieder, ein Hellblau, ein Blau. Blau, Grün, Grau und so ein Dunkellila. Die sind alle ganz nett. Die werde ich mir ansehen. Da muss ich dann die Farbentscheidung vor Ort treffen, weil ich wirklich schon so, so viele habe. Aber tendenziell der Blaugraue und der ganz am Anfang, der Fliederfarbene, das ist Surferama, Point Break, Loose und The World's Coolest. Und ich denke, Surferama und Loose
könnten es eventuell werden. Und dann gibt es noch so kleine Spielereien, Accessoires. Es gibt ein Haargummi. Ich finde, das sieht echt super niedlich aus. Das sind sogar ein blaues und ein fliederfarbenes. Und dann gibt es noch das Essence Surfer Babe Eau de Toilette, ein Parfüm. Da ist die Flasche sehr toll aufgemacht. Ich kann mir vorstellen, dass das ein ganz tolles Highlight ist, wenn das irgendwo steht. Und ich weiß, dass bei der Made with Love Trend-Edition sehr, sehr viele hinterhergerannt sind, weil das so gut gerochen hat. Und das haben viele gekauft und ich habe noch nicht mal dran geschnuppert. Und habe mich so im Endeffekt so ein bisschen geärgert, dass ich keins hatte. Deswegen werde ich mir das auf jeden Fall ansehen. Das gibt sogar in zwei Duftkompositionen. Also ich hoffe, eine davon ist für mich dabei. Das ist die 01 Bondi Beach und die 02 Surfs Up. Aber wie gesagt, die Flasche gefällt mir auch ganz gut. Also das werde ich mir auch ansehen. Zusammenfassend, wie gesagt, es ist eine schöne Farbzusammenstellung jetzt für den Sommer. Keine absoluten Neuentdeckungen dabei, aber ich würde einfach mal sagen, der Blush ist bestimmt empfehlenswert. Die Lidschattenpalette muss man sich angucken, wenn die Pigmentierung stimmt, finde ich die ein absolutes Highlight. Und wie gesagt, die Eyeliner, die gehen sowieso immer. Und für die Nagellack-Freaks sind die Lacke bestimmt auch etwas, aber wie gesagt, ich habe einfach schon so viel. Das war die Preview für heute. Wie gesagt, vergesst die Bilder und die Preise nicht. Der Blog ist unten verlinkt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag hier auf YouTube und generell und auf YouTube. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir drunter schreibt, hier in den Kommentaren, was ihr euch kaufen möchtet, was euch besonders gut gefallen hat, was eure Highlights sind. Ja, macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.